muss es erwähnen. Ich finde, dass er aussieht wie James Corden. Aber du musst jetzt natürlich dann, du musst definitiv den Satz sagen, den er immer sagt. Kennst du den Satz, den er am Anfang den immer sagt? Den berühmten, nein. Do you mind if we listen to some music? Do you mind if we listen to some music? Let's do it! Let's go! I'm shouting from the rooftop, baby. Tell me, would you come and save me? I'm shouting from the rooftop, baby. Come pick me up, come pick me up. Are you just a lover? My twin soul. Find the shots in, I need to know. Lieber Jenan. Ja. Oder Jenan. Jenan, jawohl, Bosse. Ja, Jenan ist so mein. Mein nicht vorhanden, also mein Name in Deutschland heißt Jenan mit langem E. Aber in Wirklichkeit ganz normal Jenan, ganz entspannt, flockig. Ja. Habe ich auch lieber. Okay, Jenan. Aber mich würde es mal interessieren, Jenan, wenn du in deiner Arbeit sitzt und ein Kunde ruft an und du am Telefon, er sagt, können Sie mir schnell Ihren Namen buchstabieren? Ja, buchstabier ganz, mal Jenan ganz, Bulditsch. So spätestens, wenn ich dieses DZ, so genau, Dora genau. Zeppelin, also wie bitte? Ich so, ja, haben Sie schon richtig verstanden. Dora Zeppelin. Okay. Und dann erstmal, woher kommen Sie eigentlich? Und dann kommen diese ständigen Fragen und ja, aber irgendwann sage ich selber, so nach dem fünften Kunden sage ich selber, hallo, ist der Jenan? Und dann reg ich mich über mich selber auf, ne? Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Go. Jenan! Ja? Du Casting-Kind. Casting-Kind, ja. Kann ich das so sagen? Ja, Casting-Kind. So, ich möchte diesen Moment von dir jetzt erfahren, wo du gesagt hast, ich gehe zu The Voice und nicht zu DSDS. Gab es überhaupt ja, diese war, Entscheidung? Ja, gut. Also, ich habe natürlich als Kind, ich glaube, jedes Kind, das sich so dafür interessiert hat, erstmal DSDS geguckt. Mhm. Und The Voice hat, ich war verliebt von der ersten Staffel an, weil es ging nicht um irgendwelche Show umdrum, sondern es ging wirklich um diese Person, die vor dir steht und singen möchte. Aber ich war von Tag 1 Fan von The Voice und dachte mir, wenn ich dahin gehe, allein das gesehen, wenn du da in der Jury saß, ne? Ah, du warst leider zu spät, ne? Ich war leider zu spät. leider so in die 6 Jahre, aber macht nichts. Und ich dachte mir, nee, ich gehe zu The Voice. Die Leute, die Jury sieht mich nicht. Die Jury sieht mich nicht. Bis jetzt ich bin ganz gut mit dem Auto. Ja, ne? Ich bin dann vielleicht doch nicht so aufgeregt. Warte, halt, ich weiß, jetzt wird's schlimm. Ich bin vielleicht nicht aufgeregt, weil ich die Jury nicht sehe. Mhm. Hat gar nichts gebracht. Aber es gab natürlich einen Auftritt, wo ich mir gedacht habe, also wenn das jetzt nicht der Start einer Karriere ist, dann weiß ich echt nicht. Nur leider habe ich mich bis heute nicht immatrikuliert und dann Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie meinte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. So wie du bist, so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Ich mag dich so wie du bist, ich mach dich so wie du bist. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Yeah, yeah. Ich mag Rap sehr gern, ich mag auch diese, wenn so schnelle Wörter hintereinander fallen. Aber ich bin halt in erster Linie, würde ich mich halt als Sänger bezeichnen, und der halt auch ab und zu gerne also mal rappt. Ich würde dich auch als Sänger bezeichnen. Ich würde erstmal Sänger wählen, bevor ich Rapper sage. Yeah, 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 yeah. Lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Oh, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Jenan, Tisi porekom iz Srebrenica. Iz Srebrenica, da. Srebrenica. Iz lijepog Srebrenica, kogod je iz Srebrenica, pozdravljamo vas. Pozdravljam. Pozdravljam vas, dragi moji prijatelji iz Srebrenica. Da, imaš još prijatelja u Srebrenici? Ja, puno, imam još. Ti si tamo proveo djetinjstvo, ja? Jesam. Onaj klasično, ono, gastarbajteri, ovdje su došli, tako, roditelj tako, da rade, a djeca su kod nene, kod dede, kod tetke, kod koga god bio. Tako je bilo. Ja? Ne, moje roditelji su imali kafanu ovdje u Kemptenu. Dobro. I nisu imali puno vremena, ono, početak je uvijek malo teži onda je bila Nana došla malo ovako da nas vidi kao uvijek i viče, pa što, jel u redu ako ga povedem u Bosnu,
dok dođemo sa reći. A tebe niko nije pitao, jel? A mene niko nije pitao, pa halo, rekao. Jel red da govore, halo? Ich bin hier, ist mir egal, du kommst ins Auto, sofort. Ali tako je bilo. Ali tako je bilo, pa smo odšli u Bosnu, pa sam stvarno živio jedno 3-4 mjeseci sa mamom i djedom. Lijepo nam je bilo, lijepo je meni bilo. Jesi baš ono u centru Srebrenika, malo van? Jesmo, a kuća je malo so 5 minuten von der Stadt entfernt, ali... E, drago, sad vidite ove, gastarbajterska djeca. Mi malo radimo mix između njemačkog i malo između bosanskog jezika. Ma i da kod nas i dan danas ne znamo tačno koji jezik pričamo, ali to je druga tema. To je druga tema. Jeste, to je druga tema. Oh, hajma! Vidu, vida, aussiehst. Ich trag dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir. Aber man muss natürlich sagen, du bist ein hervorragendes Integrationsbeispiel. Deine Frau, Freundin, Mutter deines Kindes. Mutter meiner Tochter. Also, ist ja Deutsche. Ist Deutsche, richtig. Deine Tochter wächst dementsprechend mit der deutschen und der bosnischen Kultur auf. Richtig. Ja. Du sagst natürlich trotzdem, klar, Deutschland, Kempten, hier bist du geboren, groß geworden, genau. Hier bist du zu Hause, Deutsch ist deine Muttersprache. Ja. Aber du startest gerne deinen Tag bosnisch, weil ich habe gehört, dein Lieblingsgetränk ist bosanska kafa. Bosanska kafa. Bez nje ne možeš da... Nema šanse. Ne može ništa da krene. Bez kafe ne ide na posao, bez tu kafe. Bravo. Ja si naučio da sebi sam čitaš iz Fulđana. Nisam to još naučio, ali možda ću i to nekad naučiti. Znači, pogotovo sad, zato što čekamo, kako će tvoj muzički put dalje da krene, ne bi bilo loše da ti neko čita iz Džana, da ti to baš potvrdi još jednom. Džanane, za godinu dana je... To ću morat. Idemo. Pa ako Bog da. Možda i ćerija Džanane. Izvini, ali ništa to... Ne, onda idemo kod druge. Onda idemo kod... Kod one ćemo sad koja nam kaže to što hoćemo da čujemo. Tako ćemo raditi. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst, ich hab dich immer, immer bei mir, wie ein Souvenir, da, 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 da. Jasmin ist deine Frau. Meine Freundin noch. Aber ihr werdet schon heiraten. Auf jeden Fall, ne? Sie wartet ja auf meinen Antrag. Sie wartet auf deinen Antrag? Ja, es tut mir wirklich leid, ne? Ich bin wirklich da. Also jetzt so wollte ich gerade von einer perfekten Partnerschaft sprechen. Ja, so in jungen Jahren die erste Liebe, das Kind, das die ganze Partnerschaft perfekt macht, ja, Familienzusammenhalt. Dann habt ihr noch nicht geheiratet. Nee. Schäm dich. Es tut mir wirklich leid, aber es hat auch einen Grund, ne? Meine Freundin, also ich weiß das, sie liebt solche ja, bisschen kitschigen Anträge. Ja, geht's noch kitschiger? Du singst dir einen Song. Ja, aber das kennt und die ja am schon. Ende des Songs kommt der Antrag, ja, auf den Kniefall. Oh, das wäre jetzt was. Ich darf dir das Video aber dann nicht zeigen, sonst weißt du ja, was ich vorhabe. Nein, aber du kannst... Warte mal, du singst jetzt erstmal einen Song. Also das hier ist nur für dich, liebe Jasmin. Da ist Jasmin. Darling, just stop riding and follow my lead. Da ist auch Jasmin. I found a love beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We are still kids, but we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Das wäre jetzt natürlich der Knaller, wenn er dir jetzt die Frage stellen würde, ne? Stimmt. Das wäre echt der Knaller. Das wäre der Knaller. Also ich bin ja nicht dafür da, um jemanden zu überreden, aber ich finde, das wäre eine gute Möglichkeit. Das wäre eine gute Möglichkeit. Etwas in die Kamera zu sagen. Jenan. Wow, jetzt muss ich erstmal hier mich sammeln. Jenan. Ja.
Jenna. So, ich möchte jetzt mal die Wahrheit. Hinter den Kulissen einer Castingshow, ja? Ja. Ist das wirklich so alles Friede, Freude, Eier und ihr habt euch alle so lieb? Hey, ihr seid Konkurrenten, ja? Also da denke ich mir mal, was ist denn hier los? Man liebt sich, umarmt sich, gönnt jedem den Sieg. Ist das echt so? Ja, auf jeden Fall. Ach Gott. Also das sage ich wirklich nicht nur wegen, wegen Fernsehen oder wegen Interview oder weil es öffentlich wird. Wir waren oder sind auch wirklich teilweise noch so eine heftig große Familie. Klar, wir haben alle dieses eine Ziel, ja. Und uns verbindet das ja auch natürlich. Musik ist ja eigentlich nicht da, um zu konkurrieren, sondern quasi damit wir halt... Es wäre, glaube ich, nicht so schön geworden, diese Ausländer, Bosanats. Es wäre nicht so schön gewesen, also. Wenn wir uns gestritten hätten im Hotel, so die ganze Zeit. Und wir waren wirklich auch auf der Tour. Das war so die krasseste Zeit und die emotionalste Zeit und die... Gott, ich liebe diese Leute einfach. Und wann immer ich die Möglichkeit haben werde, wann immer ich in der Nähe bin oder sonst irgendwas, werde ich die besuchen gehen wollen. Ich werde zu denen fahren. Ich werde, weil das sind wirklich, das sind solche Freunde geworden. Und das sind so Freunde, die hast du dein Leben lang. Weil okay. ihr teilt so eine schöne Erinnerung zusammen. Die hast du dein Leben lang. So, wir gehen jetzt mal wieder zum Balkanteil über. Genau. Na, weil da ist nicht immer alles harmonisch. Da ist auch nicht immer alles perfekt. Aber ich möchte dich jetzt mal hier singen hören, wenn es um unsere Heimat geht, um unsere bosnische Heimat. Aber ich habe vorher eine Frage. Ja. Wärst du mutig genug, würdest du vielleicht dich bei Zvezde Gran anmelden? Wow. Ich glaube, ich hätte zu viel Angst. Ja, vor wem? Kadleusha? Ja, so, ne? Keine Ahnung. Maria, boah, ich liebe die Frau, ne? Aber wenn die mir sagen würde, Junge, du kannst nichts, ich würde anfangen zu heulen. So. Das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, dass Maria ja dir sagen würde, du kannst nicht singen. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila. Jedina. Was ist das, also so, wo du sagst, okay, das ist so typisch bosnisch in mir? Typisch bosnisch in mir? Mhm. Ich bin sehr stur. Okay. Ich glaube, jeder bosnische Mann ist stur. Jeder. Ich würde fast sagen, jeder Mann. Lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas, jedina što mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Ich liebe Essen. Du liebst Essen. Und ich habe tatsächlich wirklich gelesen und ich konnte es nicht glauben, 150 Kilo. Ja, stimmt. 2017. Wer ist dafür schuld? Hat Jasmin mittlerweile auch gelernt, Pita zu machen und sie ist dafür schuld oder ist die Mutter dafür schuld? Mama ist natürlich auch schuld. Und dann denkst du dir... Die Schuldfrage schon klären. Ja, du eben. Selber kannst nicht schuld sein. Nee, kannst eigentlich nicht. Nee, das geht nicht. Also wenn sie dich alle... Du weißt ja, wie es bei uns in Bosnien ist. Ajde sine još ovo, ajde sine još jedan zalogaj. Dođeš. Der sine si gladan, ajmo sine još jedan. Ajde još jednom, pa pojdeš, pa... Eto. Ne pita, te odmah jel opet na tanjir. Znači, ovim putem možemo da kažemo, ljudi, prestante, vidi, jadan, morao se godinu dana mučiti da smrša 50 kilo. Ali, svaka čast, žena, ne, ich bin beeindruckt. Vielen Dank. 50 kilo, das ist mal eine Disziplin. Bože, što je lijepo kada ljubiš svoje. Jenan!
wirklich. Vielen, vielen du, ich habe dich hier in meinem Herzen, in meinem musikalischen Herzen. Dankeschön. Ich verfolge deine Karriere, mein Lieber. Danke, vielen, vielen Dank. Und zwar aus der ersten Reihe. Ja. Sobald du deine CD, deine Songs rausgebracht hast, bin ich schon wieder bei dir. Sehr, sehr schön. Ich stehe hier mit Kamera, mit Tongerät. Und ich freue mich auch, du warst großartig hier. Also ich liebe dich. Jasmin, also ich liebe dich. Das ist das Bosnische in mir. Weißt du, wir lieben uns alle. Lieben das ist bei alle. Uns einfach so. Das so, ich so. Hab, genau, das genau. ist auch ein ganz witziges Ding, wo ich noch ja. sagen will. Ja. Meine Freundin am Anfang so, hä, wie, du liebst den. Ich so, weißt du, bei uns in Bosnien gibt es nicht, ich hab dich lieb, sondern Volimte, Ljubimte. Das ist einfach so bei uns, ne? Und deswegen, ich liebe einfach, deswegen sage ich auch, ich liebe meine Freunde von The Voice, ich liebe euch alle, ich liebe, ja, Bosnier lieben halt. Wir haben so, nicht lieb, genau. wir lieben, ne? Super, super. Also mit ganz viel Liebe verabschieden wir uns. Ale vruće, čoveče, crkniće.